Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Obertal. Ja, eigentlich wollte ich mit euch jetzt ins, also nicht mit euch, aber mit euch ins Bett gehen. Und ja, da ist aber was dazwischen gekommen. Ich habe nämlich heute die letzte Gelegenheit, die Getreidesorten, die ich anbauen möchte, anzubauen. Zeige ich euch nach dem Intro. Jetzt mache ich mich erstmal klein, dass ich das nicht vergesse wieder. Ab in die Ecke mit dir. Und dann bis nach dem Intro. So, da sind wir auch schon wieder im Kalender. Wir sehen hier letzte Chance für Weizen und Gerste sowie Dinkel. Vier Roggen ist schon vorbei. Ne, Roggen. Das Wanderer Mammon. Ja, also Roggen, Dinkel, Weizen und Gerste. Und weil das jetzt die letzte Chance ist, müssen wir leider Gottes eine Nachtschicht einlegen. So, dann renne ich mal. Halt, ich renne nicht, ich hüpfe. Schwupps, schwupps. Nein, 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 nein. Nein, ja, nein. Oh Mann, jetzt bin ich richtig. So, da haben wir unsere Sämaschine. Da fange ich mal an mit Roggen. Z, Mohn, Soja, Ölrettich, Gras, Sorghum, Mais, Sonne, Zucker, Baum, Kartoffel, Zucker, Pappel, Roggen. Und da machen wir Feld 23. Das heißt für dich, ich habe alle Felder übrigens vorbereitet. Ich habe da gestern Mittag offline alle Felder fertig gemacht. Und dann habe ich gedacht, super, jetzt können wir schlafen gehen. Ja, und dann kam der Müll hier. So, Feld 23, da fange ich an. Und zwar sehen. Das haben wir bestimmt irgendwo schon. Ja, da unten. Sehen, 45 Meter, den Kurs lade ich mir. So, das müsste reichen. Ah, komm, wir machen voll, dann können wir zwei Felder auf einmal machen. Zack, zack, zack. Wir fahren zu Feld 23. Laden tun wir im Hof. Und zwar Düngersilo muss ich da, glaube ich, eingeben. Saatgut. Jetzt muss weiter oben sein, ich Idiot. Düngersilo, da haben wir es doch. Und wir laden natürlich Mineraldünger, aber Saatgut kommt ja vorher, das wird dann automatisch mitgeladen. Wenn du im Feld bist, fangen wir an. Und dann fahr mal los. So, gucken wir mal, dass es klappt. Auch wirklich noch richtig in Erinnerung habe. Die Karotten sind ja auch geendet und da oben habe ich schon alles frisch gemacht, damit wir da auch einsehen können, wenn es soweit ist. Solange bleiben die Felder eben brach. Da kommen ja nur Erdfrüchte. Den neuen zwei Feldern. So, da müsst ihr Saatgut drin sein, hoffe ich doch mal. Ne, verkehrt rum. Verdammte Kacke.
Dann muss das Saatgut stehen. Dann macht er das trotzdem jetzt? Ne, macht er natürlich nicht. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe es gerade verkehrt rum gemacht. Muss umgekehrt sein. So, jetzt passt es aber. Fahren wir noch schnell mit zum Feld. Gucken, dass die Maschine da richtig anfängt. Ich traue der neuen Version noch nicht so richtig. Hat zwar letztes Mal alles prima geklappt, aber ich habe schon mal gehabt, wo der dann irgendwo in die Pampa gefahren ist und dann am Baum hängen blieb. Wenn wir dabei sind, passiert natürlich nichts. Das ist immer nur dann, wenn du nicht drin sitzen bleibst. Und dann werden wir mal schauen, ob wir noch eine zweite Seemaschine kriegen und einen Traktor dazu, einen Steigen, für das Geld, das ich noch habe. Dann arbeite ich gleich mit zwei Seemaschinen. Ja, ist leider schon ein bisschen dunkel. Es tut mir ja auch leid. Aber ich kann es nicht ändern. Ich muss das machen. Jetzt muss ich ewig lange warten. Manchmal muss halt ein Bauer auch mal Nachtschicht machen. Hilft nichts. Nachts schmeckt die Dampfe genauso gut. So, die Richtung hat er schon mal. Jetzt muss er bloß den Anfang finden. Ja, das sieht gut aus. Das funktioniert. So, dann machen wir mal Shopping. Ja, das klappt. Wunderbar. So, ab zum Händler. Gucken wir erstmal nach der Seemaschine. Da möchte ich ja wieder so eine Amazon haben. So. Auch wieder die 45 Meter, logischerweise, falls ich irgendwo dual einsehen möchte. Manche von euch fragt sich vielleicht, warum hier nicht die neuen Früchte drin sind. Das liegt daran, weil ich das DLC nicht habe. Deswegen sind bei mir noch die alten Früchte drin. So, 45 Meter, habe ich jetzt die richtige? 45 Meter, jawohl. So, die färben wir jetzt halt wie ein. Reifenvariante, schöne Breitreifen. Komm, wir hauen da mal. Ich weiß gar nicht, wie schnell die andere. Jetzt muss ich nochmal raus hier. Nix. Die fährt mit. Ich glaube 25, oder? Ne, die macht mehr. Ich breche mal eine längere Gerade, damit ich sehe, wie schnell das Teil da fährt. 30, habe ich eben gesehen. Sollen ja ziemlich gleich sein. Irgendwann mal dual arbeiten, sollen die auch richtig zusammenpassen. Na, ich glaube 30, mehr wie 30 macht es nicht. Ja, okay, stell mal 30 ein. Quatsch. Händler. So, also. Saattechnik. 45 Meter. Gehen wir auch auf 30. Breite Reifen. Anziehen, düngen und walzen. Dann brauche ich das nicht mehr machen.
So möchte ich es haben. Was gibt es noch? Da gibt es noch eine Möglichkeit. Mulchen. Nee, Mulchen muss nicht sein. Das hier, so muss es sein. So, was machen wir da mal für eine Farbe? Die Hauptfarbe, die mache ich mal tiefschwarz glänzend. Und die Seinfarbe mache ich mal in weiß. Die andere Designfarbe, die wird in Chrom. Weiß, Aluminium, Chrom, das hört sich gut an. Ja. Die Farbe lasse ich so. 131.000, da kommt locker noch ein Traktor mit rum. Das ist ganz prima. So, dann kauft man das Ding jetzt so, wie es ist. Ups. Dann gucken wir mal, was wir Schönes an Traktoren finden. Ich brauche was mit Leistung. Aber das Problem ist, die Traktoren, die so richtig Leistung haben, die können nur 40 km/h fahren. Der kann sogar nur 30. Guckt euch mal das an. Nee, also. Dann wird es wohl der Johnny wieder. Also das finde ich hässlich. Also die zwei, nee, die gehen gar nicht. Den haben wir schon. Der kann auch nur 40. Ja, jetzt ist die Frage. Fendt oder Johnny? Komm, wir haben da schon einen Johnny. Wir nehmen mal den Fendt jetzt hat. Fendt. Schwupps. Der kriegt natürlich die maximale PS-Zahl, die wir kriegen können. Oh, 64.000 mehr. Bandweg, was gibt es da für Unterschiede? 3 Meter. Standard. Oh, Standard müsste ausreichen. Design EU. Kommt, das gönne ich mir auch. Farbe kann ich nichts ändern. Also wird das Ding so gekauft, wie es ist. Ja, möchte ich. Okay. Oh. Ja, das ist halt das. Keine Ahnung, was der da oben zu suchen hat. Jetzt ist halt bei Nacht schwer zu sagen, wo der aufgehört hat. Ah, ich glaube hier. Na, ich glaube, da geht's weiter. Oder? Ja, da geht's weiter. Okay. Jetzt kriege ich mal hin. So, nächster Wegpunkt. Zack. So. Du kriegst natürlich auch einen Parkplatz von mir, der Traktor. Ich habe mir überlegt, ich werde zukünftig die immer zur Reparatur schicken und Geld ausgeben für Reparatur, damit ich da mal ein bisschen Patina bekomme auf den Geräten hier. Hof. Das heißt, ab jetzt werden die Parkplätze sein, nicht mehr die Waschanlage,
sondern die Hoftankstelle. Zack. So, dann hängen wir das Teil mal an hier. So, habe ich wirklich schon einen Parkplatz gemacht. Muss ich mal gucken. Wie heißt das andere? Niederlassung, Parken, Kalkstreuer, Sammelwagen, Spritze, Steinesammler. Ne, habe ich natürlich noch nicht gemacht. Naja, egal. Dann kriegst du halt später den Parkplatz. So, wir bauen jetzt wirklich einen Kurs. Weizen. Sieht gut aus. Da fangen wir mal an bei den 30er Feldern. Bei 29, 32 und 33 fangen wir mit 32 an. Kurs, ja, schon wieder anders. Sehen, Kurs laden. So, zack, zack, zack. So, Feld 32. Laden tun wir beim Hof. Saatgut, muss ich dran denken. Da ist der andersrum. Hallo? Das Saatgutsilo, da ist doch. Und das ist dann Saatgut. Zack. Wenn du am Feld bist, fangen wir an. Und abfahren. So. Dann gucke ich mal, ob der andere jetzt die Kurve da oben kriegt. Ah, scheint sie gekriegt zu haben. Können wir hier wieder auf die normale Stellung gehen. Ich sag ja, die Scheiße, die passiert immer nur dann, wenn man nicht im Fahrzeug sitzt. Sitzt man drin, machen die ihre Arbeit genauso, wie sie sollen. Wenn der Chef zuguckt, arbeiten die wunderbar. Aber ich war mal nicht da. Ist die Katze aus dem Haus, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. So, der vorhin da die Büsche hochgefahren ist, kann ich euch jetzt auch nicht erklären. So, der ist ja gleich soweit. Noch einmal wenden. Dann müsste das Feld fertig sein. Ich fliege mal gleich zum nächsten. Ja, ich mag die Nachtschicht auch nicht. Und da muss einiges an Dünger raushauen. Habe ich wenigstens perfekte Werte. pH-Wert gut. Oh, da habe ich noch nicht gekalkt. Scheiße, muss ich dann halt nachreichen. Was soll's. Kann ich dann ja offline machen, wenn wir hier rausgehen.
wenn die Pflanzen ihre erste Wachstumsphase gehen, dann ist ja der Kalk eh weg. Nicht ganz so tragisch jetzt. Ja, eigentlich sind wir jetzt fertig. Oder ist da hinten noch eine Ecke? Lassen wir ihn mal machen. Mir ist es zu dunkel, um das zu erkennen, ob da noch irgendwo eine Ecke ist. Deswegen lasse ich ihn jetzt mal lieber fahren. Naja, da links sieht man es. Wenn man links guckt, hier, da ist noch ein Streifen, der nicht gesät ist hier. So. Arbeit beendet. Man kriegt da gleich den nächsten Kurs. Feld 24. Sehen. Kurs laden. Und was machen wir da rein? Da haben wir den Roggen, dann kommt da der Dinkel rein. Dinkel. Roggen, Dinkel, da haben wir es doch schon. So, dann brauche ich nur hinschicken. Das, was da drin ist, reicht für das Feld. Schicke mal dich mal gleich zu Feld 24. Und wenn du da bist, fängst du wieder Arbeit an. Ich glaube, das ist blöd. Der kommt bestimmt so nicht zu Feld 24. Fährt ganz außen rum. Ja, komm, das sparen wir uns jetzt. Ich setze dich selber an. Mach hier erster Wegpunkt. So. Und dann leg mal los, mein Freund. Habe ich der anderen Maschine gesagt, was sie einsehen soll? Oh oh, oh oh. Bitte, kein Scheiß, bitte kein Scheiß. Ach, das ist ja meiner. Wo ist denn die? Ach, die ist da oben noch. Weizen, ja, Weizen ist okay. Weizen und Gerste. Also ich mache jetzt hier bei 32 mache ich Weizen drauf. Und hier auf 33 mache ich Gerste drauf. Das werde ich jetzt noch erledigen. Und wir sehen uns dann morgen bei Tag wieder. Dann ist die Nachtschicht zu Ende. So, dann mache ich mich mal groß hier. Das Video ist schon wieder erledigt. Geht ratzfatz hier. 20 Minuten, zieht so schnell rum. Und ja, liebe Freunde. Mir hat das Video hier Spaß gemacht zu produzieren. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei, euch das anzugucken. Wenn ja, dann schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und natürlich wäre es ganz prima, denn ein Däumchen ist ein Träumchen. Dann sage ich mal Tschüss, Arrivederci und Goodbye. Hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao, euer Obi. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Schau muss sein. Und heißt es bühnefrei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter. Gehen auf Wiedersehen.